Hallo, hier ist Frances Herdes. Wie schaffst du es, dass du gleich morgens aus dem Bett gehst und Sport machst? Ich zum Beispiel gehe total gerne joggen und im Hintergrund ist hier die Morgensonne. Das heißt, ich bin etwas früher aufgestanden, um gleich morgens vor der Arbeit noch eine Runde joggen zu gehen. Das Tolle ist nämlich, morgens ist man am besten motiviert und abends ist man eher müde, wenn man dann von der Arbeit kommt, von dem, was man den ganzen Tag gemacht hat. Und deshalb bietet es sich oft morgens an, wenn man wirklich diese Routine erschaffen möchte, morgens seine Yoga-Übungen zu machen, seine Gymnastikübungen oder eine Runde laufen zu gehen. Und wie kannst du dich jetzt besser motivieren, dass du wirklich aus dem schönen warmen Bett kommst, hier in die Kälte gehst, dir kalte Finger holst, kalte Nase? Ich habe da ein paar Öle-Tipps für dich. Öle, die du schon im Bett auftragen kannst, damit du wirklich aus dem Bett rauskommst und wirklich die Energie hast. Die erste Mischung ist Energy, N-R-G. Und da sind verschiedene ätherische Öle drin. Diese Mischung kannst du auf die Wirbelsäule auftragen, noch wenn du im Bett sitzt. Das ist eine Mischung, die dir hilft, wirklich aus dem Bett zu kommen. Ich erzähle dir mal, welche Öle da drin sind. Es sind ziemlich viele. Und zwar ist da Rosmarin drin, Muskatnuss und Pfeffer. Das sind übrigens Öle, die wir jetzt auch als Einzelöle in Europa bekommen. Also ganz, ganz frisch. Dann haben wir Wacholder mit drin. Wacholder, das benutze ich gern für die Fußreflexzonen. Du kannst auf gesundefüße-gesunderkörper.de dir mal einiges über die Fußreflexzonen anschauen. Das ist ein sehr, sehr gutes Öl. Dann ist Nelke noch mit drin, Zitronengras und Aldahobalsamtanne. Das heißt, Zitronengras, das erfrischt uns so richtig. Die Tanne erfrischt uns auch, das heißt, wir springen quasi aus dem Bett morgens. Das zweite, was ich dir empfehlen würde, direkt in der Mischung, ist eine Mischung, das ist eins meiner Lieblingsmischungen, die heißt Highest Potential. Übersetzt auf Deutsch das höchste Potenzial. Hier hast du die ganze Kraft der Blütenöle drin. Und da würde ich dir empfehlen, dir das auf die Handgelenke, auf den Hals aufzutragen und im Nacken, sodass es wirklich duftet. Das duftet ganz wunderbar nach diesen ganzen Blüten. Das heißt, wenn du morgens im Bett sitzt, dann trag dir Energy an der Wirbelsäule entlang auf, Highest Potential an die Handgelenke, an den Hals. Und hier hast du einige Mischungen drin, einige Blütenöle. Da ist Australian Blue drin, das ist eine wunderbare Mischung, die es eigentlich nur in den USA gibt. Das heißt, hier haben wir sie dann auch in Europa. Gathering ist Zusammenkunft, eine Mischung, die es auch eigentlich nur in den USA gibt. Jasmin hast du drin, blaue Zypresse, Lavendel, Ylang Ylang, Geranie, Zedernholz, Galbanum, blauer Rainfarn, Weihrauch, Sandelholz, Fichte, Rose und Zimt. Das heißt, die Rose hilft dir wirklich, ins Herz zu gehen, das Herz zu öffnen, nicht nur mit dem Kopf morgens aufzustehen. Und die vielen Bibelöle bringen dich richtig in eine höhere Schwingung. Das heißt, diese höhere Schwingung erlaubt dir dann wirklich dein höchstes Potenzial zu leben. So, und dann gehst du schön joggen morgens, machst deine Yoga- oder Gymnastikübungen und dann kommst du wieder und erfrischt dich so richtig. Ich habe hier verschiedene Öle in der Tasche. Gucken, dass ich hier das Richtige erwische. Nachdem du dann vom Sport wiederkommst, würde ich dir empfehlen, während du deine Dehnübungen machst, es ist nämlich super wichtig, dass man alles mal durchstreckt und sich dehnt und wirklich den Körper öffnet für den Tag. Das heißt, während du deine Dehnübungen machst, deine Gymnastik, empfehle ich dir eine Mischung namens Aroma Seers. Die taucht auch in der Raindrop-Technik auf. Und da sind verschiedenste Kräuteröle drin, die sind super für die Muskeln. Und zwar sind das Basilikum, Zypresse, Pfeffer, Lavendel und Majoran. Die Kräuter helfen dir, die gehen tief in die Muskeln, sind total erfrischend. Und der Pfeffer hilft dir wirklich, die Würze reinzubringen, wirklich alles zu öffnen, wirklich die Energie für den Tag zu bekommen. Also in dem Sinne wünsche ich dir einen super Start in den Tag. Du siehst hier also, man wird richtig belohnt mit der Morgensonne. Ich hoffe, du kannst sie jetzt sehen. Richtig wunderschön. Also es lohnt sich, früher aufzustehen, zu joggen, Gymnastik zu machen und einfach aktiv zu sein. Denn das bringt die ganze Zirkulation in Gang. Das bringt richtig gute Laune am Morgen und es macht richtig wach.
Und in dem Sinne wünsche ich dir mehr Wohlbefinden, mehr Glücklichsein und Freiheit in deinem Leben. Einen wunderschönen guten Morgen und schau dir gerne mehr Videos auf gesundefüße, gesunderkörper.de an. Hier ist Frances Herdes. Bis zum nächsten Video.